Hier möchte ich euch etwas zeigen. Und zwar, das ist eine Kreuzung für Schienen, die ich gebaut habe. Das heißt also, der Hauptschienenstrang, der führt von dort hinten hier entlang und nach dort. Und ich habe mir hier dieses Haus einmal gebaut. Ihr erinnert euch, wir sind da einmal vorbeigefahren, ohne anzuhalten. Und das ist für mich einfach mein Lager gewesen, um Sachen unterzubringen. Hier sind immer noch Sachen untergebracht. Oh, hier ist sogar eine Uhr. Wie praktisch. Mit einer Uhr seht ihr zum Beispiel, heute ist früh und dann, wenn der Zeiger dahin wandert, dann wird es dunkel. Das ist ganz gut, wenn man in einer Höhle ist. Und ja, jedenfalls. Aber was ich euch wirklich zeigen wollte, ist hier diese Kreuzung. Das heißt also, wenn ich hier den Wagen hinlege, dann fährt der Wagen hier runter und fällt dort runter auf die Powered Rail. Also die Schiene mit Antrieb. Und dann fahre ich mit Schwung in Richtung Biodom. Reimt sich. Und hier ist die andere Richtung. Und ich werde es jetzt einfach mal ausprobieren. Das heißt also, so kann ich Schienen miteinander verknüpfen. Da gibt es vielleicht noch einen klügeren Weg, eine Kreuzung zu bauen, aber momentan kenne ich keinen. So, jetzt machen wir die vielversprochene Bahnfahrt. Das heißt, ihr kennt jetzt dieses Haus schon. Die Sonne geht gerade auf. Ein Blick auf den Berg, der ausgehöhlt ist mit den vielen Fenstern. Und los geht unsere Reise. So, wie gesagt, das war das allererste Haus. Ich habe alle Häuser, die ich und meine Kinder gebaut haben, mit diesem Schienenstrang verknüpft. Ihr kennt die Redstones und Powered Rails, da fahren wir gerade drüber. Die beschleunigen uns und so verlieren wir nicht dann Fahrt, während wir hier fahren. Das ist übrigens so ein Outpost, da sind diese Mobs, aber der ist schon halb verwüstet, da brauchen wir jetzt nicht hingehen. So, wir fahren jetzt einfach erstmal. Ich werde jetzt die Geschwindigkeit erhöhen. Ich werde auch nicht bei den Häusern anhalten. Dafür gibt es ja eine andere Episode, die ihr wahrscheinlich schon gesehen habt. Das ist einfach nur, um euch zu zeigen, wie lang ist diese Strecke wirklich. Und ich kann es gar nicht mehr in Blocks ausdrücken, aber viel Spaß bei der Fahrt. So, wir sind angekommen. Das ist das Ende der Strecke. Und hier in dem Haus befinden sich dann die Truhen, weil das ist eigentlich kein richtiges Wohnhaus, sondern hier ist es einfach nur ein Lager. Aber das Konzept ist etwas anders. Ihr seht hier eine freie Wohnfläche und die Truhen sind alle oben und die untere Etage sind so für die Sachen des täglichen Bedarfs. Und hier oben ist dann das Terrakotta. So, Terrakotta
zeige ich euch. Diese Gegend habe ich wirklich lang gesucht und ich habe mich sehr gefreut, als ich sie dann gefunden habe. Diese Berge beinhalten Terrakotta oder sie sind aus Terrakotta gemacht. Das sind diese Steine, die sind sehr einfarbig, aber sie haben keine Maserung. Das heißt also, das ist ein einfarbiger Block und den gibt es in ganz vielen Farben, also alles von Orange, Weiß, Gelb, Rot, Dunkelrot, Grün, Blau und so weiter. Das heißt, hier mit dem Terrakotta könnt ihr sehr kreativ sein und unterschiedliche Sachen bauen. So, das war unsere Tour.